Dieses Level hier verspricht Puzzleräume, für die man jeweils nur 3 Sprünge zur Verfügung hat. Das klingt interessant. Und ich gehe mal davon aus, dass es das SMB2-Pilz-Setup benutzt. Ja, mit dem man auch die Flip-Switch-Level machen kann. Nur hier halt mal ein bisschen anders. Rätselthema. Okay, Konzentration. Brain einschalten nicht vergessen. 3 Sprünge only. Und damit man sich das auch durchliest, muss man einen kleinen Umweg gehen und den Schlüssel nehmen. Okay. Dann lass mal überlegen. Oh, das ist irgendwie komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe. Ich muss den Weg für den grünen Koopa öffnen. Vielleicht, zählt das jetzt schon als 2? Ich gehe mal davon aus. Also habe ich nur noch 1. Ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Soll ich mal kurz testen, was passiert, wenn ich nochmal springe? Okay. Man stirbt nicht. Man wird einfach nur zurückgesetzt. Das ist ja nett. Eins, zwei, drei. Das ist so eine clevere Idee. Ich frag mich ja, wie schwierig das noch wird. Aber es hat 16% Abschlussrate. Allerdings ist das natürlich jetzt relativiert dadurch, dass man nicht stirbt, sondern nur zurückgesetzt wird. Ja, die muss ich definitiv alle treffen, oder? Also einmal, zweimal, dreimal. Und hier kann ich einfach runterlaufen. Jetzt kann ich allerdings nicht da hochspringen. Muss ich auch nicht, weil ich eine Ranke bekomme. Da hätte er mich fast gelockt. Oha, das ist das Thumbnail. Die Blume brauche ich, denke ich, auf jeden Fall. Also die schnappe ich mir schon mal. Damit ist ein Sprung hinfort. Und dann aktiviere ich hier die Bombe. Oh. Was für ein Schuss. Was geschieht? Der Launcher fällt. Oh, da habe ich es doch geschafft. 2 Sprünge habe ich ja noch. Checkpoint! Ich komme! Autsch, das sieht immer so verdammt schmerzhaft aus. Was für ein hübsches Häuschen. Ich bin auf einmal SMB2-Mensch. Willst du mir jetzt aber nicht verraten, dass das als Sprung zählt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Moment. Ich muss wieder zurück. Da kommen die Sprünge dann her. Genau. Ein Sprung. Haut aber hin. 2. Sprung und der 3., um noch in die Röhre reinzukommen. Stellt das was dar? Oder ist das einfach nur kompliziert? Den kann ich nicht vermeiden. Und 2 Sprünge, um an den Checkpoint zu kommen? Allerdings. Ja, aber ich hole ihn. Ich hole ihn mir. Man muss allerdings direkt hier hoch, sonst hat man verkackt. So wie ich jetzt. Ach so. Aber wenn man von Checkpoint aus startet? 1, 2. Muss ja auch irgendwie klappen. Boss-Time? Aber sowas von. Nur habe ich jetzt keine Zeit, um nachzudenken. Oh oh. Die Mancha müssen aus dem Weg. Die Piranha-Pflanzen sind nicht das Problem. Das heißt, ich kümmere mich um die und stups anschließend den Panzer an. Genau. Ja, das killt ihn sogar instant. War's das etwa noch nicht? Secret. Jetzt bin ich auf jeden Fall bei dem Häuschen angekommen. Oh, finale Challenge. Oder muss ich hier einfach nur 3-mal springen? Ja, das ist es. Das zeigt einen das Setup. Oh mein Gott. Nice. Richtig cool. Hier ist gleich noch ein Level, das dieses Setup nutzt. Diesmal allerdings wieder auf die altbekannte Art. Obwohl so altbekannt ist sie jetzt auch wieder nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Jump Shift Engaged. Das ist jetzt wieder unendlich. Genau. Moment. Das ist aber irgendwo ein Swamp, der das macht. Spielt eigentlich keine Rolle. Kommt aufs Gleiche drauf raus. Das ist ja interessant. Soll ich die Münze nehmen? Komm, wir nehmen die Münze mit. Die kann ich doch nicht einfach da liegen lassen. Hui!
Da wäre ich jetzt aber trotzdem mal interessiert daran, an dem Setup. Vielleicht zeigt das einem ja am Ende auch. Weil wenn es auch irgendwie mit einem Swamp funktioniert, dann wäre ja das SMB2-Kostüm nicht zwingend dafür nötig gewesen. Das war halt nur das erste Mal, dass ich diese Art von Level gesehen habe, kurz nach dem Update. Mhm. Schon mal überlegen, was ich hier eigentlich machen will. Irgendwie verschnarche ich immer, dass die Schlangenblöcke einen nicht mitziehen, sondern man da irgendwie so komisch drauf stehen bleibt. Hui! Ich will nicht, dass da drüben zu ist, spielt aber eigentlich keine Rolle, was ich bis dahin mache. Weil ich ja hier immer noch springen kann, wenn ich mag. Ups. Okay. Irgendwie ist es oft einfacher, die 50er-Coin mitzunehmen. Das passt sowieso ganz gut zusammen. Ja, du kriegst mich nicht. Oder vielleicht doch. Hm, zack. Oh, das klappt nicht. Wofür ist denn dann der Knochen trocken da? Ach, jetzt verstehe ich. Weil wenn ich mir den Schlüssel hole, dann falle ich ja wieder nach unten. Siehst du, soweit habe ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Checky. Erstmal wieder die Coin mitholen. Und dann falle ich hier nach unten. Nee, das da drüben. Ich dachte, da drüben wäre irgendwas Interessantes bei der Piranha-Pflanze und dem Mancha. Alles nur Deko. Eigentlich auch ganz hübsch. Deko muss sein. Und solange sie nicht im Weg ist. So, einmal hier hoch. Ich glaube, man kann das sogar in der Klaue hin und her. Ja, das ist... No! Genau das hätte ich hier machen müssen, ne? In der Klaue nochmal springen. Man. Get trolled. Beziehungsweise troll dich selbst. Diese Verzögerung. Es gilt zu lernen, wie groß die ist. Ja, vom Timing her hat es definitiv was mit dem SMB2-Pilz zu tun. Es ist ja auch SMB1 bei Nacht. Der einzige Stil, bei dem der SMB2-Pilz mithüpft. Bitte das Hirn einschalten. Yippie! Also richtig heftig wird das ja eigentlich erst, wenn man unter Zeitdruck gesetzt wird. Bamski. Jetzt muss ich noch einmal zwischenspringen. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Das darf ich nicht versauen. Das darf ich nicht versauen! Ja, das ist einfach nur eine Alternative, ne? Ein alternatives Setup. Vielleicht sogar ein bisschen platzsparender als das ursprüngliche. Glaube ich fast. Ja. Und auch nicht so kompliziert, weil für das andere braucht man noch einen Panzer und eine Klaue und alles Mögliche an Gedöns. Wie man sich sowas überhaupt ausdenken kann. Probiert man da einfach nur rum und findet das? Oder geht man da wirklich mit dem Plan ran, ich möchte das jetzt bauen, wie schaffe ich das? Das ist schon echt beeindruckend. Das ist bedrückend und beeindruckend. Walk like an Egyptian. Ja, heute ist SMB2-Tag. Master Toxi. Benutze das SMB2-Power-Up, um diese Aufgaben zu erfüllen. Cooler Beschreibungstext. Ja, passend dazu das Wüstenthema. Moment, wieso drehen sie um? Komm in meine Arme. Ja gut, dann schauen wir mal. Panzer ist immer gut, der lässt sich für viele Aufgaben benutzen. Ja, wie lell. Moment, was ist hier eigentlich überhaupt meine Aufgabe? Die Galumbas helfen mir da doch nicht dabei. Das sind gar keine Galumbas, das sind ja Gumbelga. Eine weitere Form. Ich will da auch nicht eingesperrt sein. Okay, das funktioniert. Das wird wahrscheinlich nicht... Doch, es reicht tatsächlich. Ich dachte, jetzt kommt der Gumbalk ins Spiel. Sieht fast so aus, als hätte ich das nochmal umswitchen müssen. Wieso komme ich denn jetzt so viel weiter? Wenn ich offensichtlich was falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich ja gar nichts falsch gemacht. Überraschung. Aha. Ich schaue mich einfach mal weiter um. Das ist ja witzig, wie man einfach über die drüber laufen kann, ohne getroffen zu werden. Gib das mal her. Jetzt komme ich nämlich wieder an die Stelle zurück.
Mhm. Du, 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 du. Plupp. Ja. Was auch noch witzig wäre, wenn Gegner, die man geworfen hat, auf einmal andere Gegner zerstören können. Das wäre... Da würde ich ständig drauf reinfallen. Aber zum Glück ist das nicht so, denn ich falle ja schon auf genug andere Sachen rein. Geh du mal da rein. What? Self-Trolling. Der Tag der Puzzles und des Self-Trollings. Siehste, das ist eigentlich so gemacht, dass man da nicht getroffen werden kann. Aber ich krieg's trotzdem hin. Oh. Zu langsam, Freundchen, zu langsam. Vielleicht muss ich den Dicken ja gar nicht mitnehmen. Jetzt brauche ich den Superjump. Und das ist, schätze ich mal, ein Reset. Mein freundlicher Hundi. Komm, wir gehen Gassi. Das habe ich ja anfangs auch gar nicht gecheckt, aber der attackiert tatsächlich die Gegner. Also er geht immer in die Richtung der Gegner. Sonst macht er das ja eher random. Aber sobald man ihn hochhält, wird er richtig aggressiv. Okay, er ist nicht der cleverste. Ein bisschen nachhelfen muss man ihm dann doch. Von Zeit zu Zeit. Was ist denn jetzt? Okay. Man kann die Hitbox quasi mit sich rumtragen, solange er diese Attacke macht. Kannst du den auch wegschneipen? Schneipski. Das ist ja mal mega. Durch die feste Wand hier. Was hat das jetzt eigentlich bewirkt? Da unten. Kann ich nicht mitnehmen. Ein weiterer Hundi. Ich weiß gar nicht, ob ich die am Leben lassen soll. Lieber mal nicht. Mach sie tot. Fass. Fass, Bello. Moment. Ich kann dich sehen. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich den nicht umbringen will? Oder warum zeigt ein Pfeil auf den drauf? Nö, eigentlich ist alles in Ordnung. Komm. Kill ihn. Kill ihn! Uff. Es gibt sogar einen Schlüssel. Als Zeichen dafür, dass ich alles richtig gemacht habe. Wie dämlich der Hund dabei ist, ne? Er geht immer an die Stelle, wo der Gegner zu dem Zeitpunkt gerade ist. Er hat keine guten Jagdinstinkte. Ich frag mich, ob man in die Röhre rein hätte können. Mit einem skilligen... sich den Stumpf vor die Füße werfen Trick. Oh ja, das ist so langsam mal an der Zeit gewesen. Das funktioniert sogar. Und es funktioniert sogar, wenn man eigentlich daneben wirft, Lel. Oh, der Phantoki. Zeitbasiert. Muss ich hier schnell sein? Ich beeile mich einfach mal. Also bis hierhin muss ich auf jeden Fall kommen, sonst werde ich abgeblockt. Habe ich also ausnahmsweise mal was richtig gemacht. Wie für den P-Switch die normale Super Mario Musik zurückkommt. Oder ist das die normale? War das ein Easter Egg in SMB 2? Okay, ich wusste nicht, was ich ansonsten machen soll. Deswegen trete ich jetzt die Reise einfach nochmal an. Ja, so wäre es nicht schlecht gewesen. Dann hätte ich nämlich den einen aufnehmen können und den anderen betreten. Aber es war irgendwie nicht... Die sind nicht richtig geschossen worden. Ah! No, nimm das! Toadettchen. Was tust du mir denn an? Ich bin so dumm, auf was warte ich eigentlich? Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Kann ich aber gar nicht, weil ich das Kostüm verloren habe. Heißt das, ich bin erledigt? Oder gab es hier am Anfang einen Pilz? Jo. Viel einfacher macht das allerdings jetzt nicht. Bei mir Phanto im Genick hängt. Phantomas. Bing. Der kommt jetzt irgendwo da angerauscht, wusste ich's doch. Oh, das wird eng. Man kann dem eigentlich relativ gut davonlaufen. Der hat ja gar nichts drauf. Ich fühle mich dem innerlich verbunden. Lass mal schauen. Switches. Irgendwo sind Switches umzudrehen. Dabei bist du mir überhaupt nicht behilflich. Aha. Muss also jedes Mal auf einen neuen Koopa warten, ich sehe schon. Das war gar nicht gut. Oh, und es hilft noch nicht mal, wenn ich den irgendwie werf. Muss mir da auch noch Mühe geben? Daran bin ich nicht gut. Jetzt hat er mich gezwungen, meinen Reservepilz einzusetzen. Hoppla. Noch zweimal? Nein, nicht schon wieder. Ah! Na gut, da kommen
Nach einer Zeit füllen sich die Reservepilze auf. Das finde ich echt nett. Komm du nochmal her. Das habe ich jetzt nicht wirklich geschafft. Egal. Man ist halt so wehrlos. Ja, sobald man einen Gegner in den Händen hält. Weil man die ja nicht durch Draufspringen kaputt machen kann, die anderen. Nochmal. Habe ich mich aber böse vergessen. Also das war jetzt wirklich... Das sah wirklich merkwürdig aus. Da gebe ich mir überhaupt keine Schuld. Jetzt kommt der schon wieder angerast. Ich mache einen Abgang. Ah, quiet. Ruhe und Gelassenheit. Einmal tief durchatmen. Ja, super. Perfektes Timing. Da ist auch die Ruhe und Gelassenheit schon wieder im Eimer. Aber das sieht mir irgendwie nach Ziel aus. Ich nehme natürlich trotzdem mit, was geht. Yay! Ja, herrlich. Perfektes Level. Nichts ergibt Sinn. Was für ein komischer Ort. Ja, eigentlich Standard Super Mario Maker, oder? Das denke ich die ganze Zeit. Hier ergibt nichts Sinn. Rätselkunst? Kunst ist ein neuer Tag. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ich leb noch? Oh ja. Ich habe nichts gedrückt. Ich wurde irgendwie da unten reingeschoben. Ich verstehe schon. Na, eigentlich verstehe ich nicht. Aber das ist der Sinn des Levels. Oh, das reicht nicht. Was muss ich denn dann dafür tun? Wie komme ich jetzt überhaupt zurück? Bin ich hier gesoftlockt? Moment. Ach, jetzt? Auf einmal? Moment, das muss ich nochmal probieren. Wenn ich mich hier auflade. Doch. Keine Ahnung, warum es gerade nicht funktioniert hat. Wie sich die da reinquetscht. Das sah ja mal episch aus. Ich liebe solchen Stuff. Könnte ich mich tagelang drüber beömmeln. Reise! Boah, das ist so eine coole Musik und die spielt in SMB 2 ja nur auf dem Auswahlbildschirm. Jetzt war ich ein bisschen zu sehr eingenommen von der Musik. Kann ich den auch mitnehmen? Oh, der bleibt einfach stehen. Wieso bleibt denn der jetzt einfach stehen? Und dann auch noch so butterweich. Ja, ist ja gut jetzt. Stell dich doch nicht an wie ein Hinterwäldler. Ja, das ist ein Applaus wert. Und wofür brauche ich den? Für nichts. Ab in die Tonne. Lel. Möp, möp. Ja, mach mal. Was war das denn jetzt? Collision-Echse failed, oder was? Okay, nochmal. Schieß. Öffne mir den Weg. Man könnte ein Level machen, bei dem man... Okay, man fällt hier einfach durch. Die ganze Zeit auf dem Mecha-Cooper reitet. Ich meine, wäre super langweilig und ätzend, weil er sich so langsam vorwärts bewegt. Man könnte ihn ja auch ein bisschen beschleunigen mit Fließbändern oder so. Ist eigentlich gar keine dumme Idee, die ich da hab. So random. Aber ich bin mir sicher, irgendjemand ist da schon vorher drauf gekommen. Der Autoscroller hört irgendwie nicht auf. Ah! Zum Glück wusste ich das bereits, dass man auf den Wiggler nicht drauf stehen kann. Ja, alle Gegner, die man nicht mit einem Sprung normalerweise killt, von denen bounced man auch in SMB 2 weg. Ja, geilo. Sieht aber nicht so aus, als bräuchte ich das Kostüm noch. Tatsache. Klassisches Launcher-Setup, wo die nachher um eins verschoben sind und ich dann durch eine andere Tür durchgehe. Ich kenne doch die Maschen. Was zur Hölle? Suddenly Troll-Level. Alles klar. Sind sie jetzt schon verschoben? Sind sie. Dann hätte man da gar nicht. Dann ging es durch die Röhre gar nicht durch. Du. Ein von Professor Layton inspiriertes Level. Na, wenn das kein Rätsellevel ist. Diese Puzzles
waren für ein Professor Layton-Spiel nicht angemessen. Er sieht selbst ein bisschen aus wie Professor Layton, nur in weiß. Und dick. Dann lass mal sehen. Hübschi. Ups, ich kann gar nicht mehr auf Gegnern stehen. Natürlich. Wird dessen Stun-Timer eigentlich zurückgesetzt, wenn ich durch Türen gehe? Oder steht er jetzt dann gleich irgendwann auf? Lol, das war dumm. Das war richtig dumm. Die Münze hat mich so gelockt. Ich habe irgendwie Lust, da runter zu springen. Vielleicht ist da was versteckt. Also bisher sehe ich noch kein Rätsel. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Ding dong. Jetzt komme ich da hinten durch. Der Galumba ist mein Freund. Den nehme ich jetzt einfach überall hin mit. Bis er aufsteht und böse wird. Oh. No, der Geist, Hilfe. Ich will den einfach nur loswerden. Kannst du mal irgendwo anders hinfliegen? In Urlaub zum Beispiel? Oder dahin, wo der Pfeffer wächst? Nein, dahin, wo die Ranke wächst. So. Wenn ich jetzt den Galumba noch brauche, bin ich aufgeschmissen. Versteckst du was? Nein. Wollen mich echt leiden sehen. Was hat sich jetzt dadurch verändert? Ich glaube, am Anfang des Levels irgendwo was. Ach nee, jetzt sind die Schalter unter der Röhre von dem Raum von gerade eben aktiviert und ich kann das Pow mitnehmen. So ist das wahrscheinlich gedacht. Aber hallo. Ziemlich leicht hier die Orientierung zu verlieren. Niaum. Snipe. Wofür sind diese Münzen? Schon die ganze Zeit vermutet, dass ich die nicht einsammeln darf, weil ich sie vielleicht später als Plattform brauche. Das geht nicht automatisch auf. Die sind echt irgendwie immer nur Deko. Ich nehme mal die untere Tür zuerst. Was bringt es mir? Nichts. Bin mir aber ziemlich sicher, dass man da drankommen kann, ja? Man muss nur extrem viel Anlauf nehmen. Ding dong. Vielleicht zwischenrein? Ist das ein Hinweis, dass da noch mehr Blöcke sind? Genau. Da kann ich da nämlich drüber rennen. Ist aber wohl nicht mehr als eine 10er-Coin wert. Ich frage mich echt, was das mit Professor Layton zu tun hat. Ist nur Clickbait. Und ich bin drauf reingefallen. Bomben. Auch hier habe ich ja jetzt zwei Möglichkeiten. Obwohl, an die obere komme ich nicht wirklich ran. Was wäre denn da gewesen? Sieh an! Ich habe allerdings eine Idee. Und zwar, wenn ich mir die Bombe hole, sie dann nochmal in der mittleren Tür zurücksetze, dann müsste es mir eigentlich reichen. Setzen wir den Plan in die Tat um. Einmal hin und zurück. Boing. Und das sah jetzt skilliger aus, als ich vermutet hätte. Das wollte ich auch gar nicht. Yay. Okay, schwer überlegen. Wo konnte ich den P-Switch jetzt einsetzen? War das im vorherigen Levelteil? Please, sag mir, es war im vorherigen Levelteil. Oh, ich weiß es echt nicht mehr. Oh, das war dumm. Ach so, ja, stimmt. Die P-Switch-Tür war ja ganz am Anfang des Levels. Jetzt erinnere ich mich. Da. Oh, man darf nicht rutschen. Ich möchte rutschen. Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft. Ja, das war... Das war irgendwie simpel. Aber trotzdem cool.
kann man sich nicht beschweren. Wie wär's zum Abschluss mit einem Super Mario Quiz, bei dem ich mich eigentlich nur blamieren kann? Kannst du dieses Quiz bestehen? Schwierigkeit 2 von 5. Von Miaomaki. Was ist denn das für eine Flagge? Ist das? Ich sag lieber nix. Fragezeichen, Frage, die drei Fragezeichen schon wieder. Was ist denn hier das Quiz? Achso, hier ist die Frage, was mich durch die One-Ways durchquetschen kann. Ja, eigentlich der Ring, oder? Ja. Weil die anderen, die würden mich zerquetschen. Das funktioniert also nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier funktioniert. Ja. Was in Mario Maker 1 noch nicht ging, da ist man gestorben. Trotz semi-solider Plattform hinter den Spikes. Das ist hier eigentlich der Unterschied. Sind da Notenblöcke hinter versteckt? Ich glaube, oben ist ein Notenblock hinter versteckt, ja. Ich frage mich zwar, was da das Quiz ist, aber ich nehme es mal so hin. Oh, die Eiszapfen da drüben auf der rechten Seite, das sind fallende. Was man auch daran erkennt, dass sie tropfen. Und das darf natürlich in diesem Raum nicht sein, dass die fallen und den P-Switch aktivieren. Haben? Das sieht mir ehrlich gesagt ein bisschen nach einem Softlock aus da oben. Wenn ich da reinspringe, dann komme ich da nicht mehr raus. Das gehört auch zum Mario-Wissen dazu wahrscheinlich. Ja gut, durch den Swamp kann ich durchrennen mit einem Damage-Boost. Und durch den Mancha nicht. Der ist fest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich das Pow zerquetscht. Und das Trampolin diesmal nicht. Das war mir so nicht bewusst, aber ist irgendwie total unsinnig, oder? Die Trampoline, die seitwärts liegen, die zerquetschen einen, aber das hier nicht. Oh Gott, was ist das denn? Ich muss irgendwas aktivieren. Worauf? Ach, es kommt drauf an, welche Gegner den P-Switch aktivieren, aber tun das nicht alle? Und irgendwie will ich das gar nicht. Weil dann ist mein Boden unter den Füßen weg. Moment, was ist hier eigentlich meine Aufgabe? Ach so! Darum ging's. Es ging darum, welcher den P-Switch nicht aktivieren kann. Ja, genau. Hab ich gewusst. Deswegen habe ich's richtig gemacht. War pure Absicht. Oh, das war eine Piranha-Pflanze. Grüner Cooper und Galumba. Also der untere Weg. Ich habe immer noch dieses Trampolin dabei. Ob das wohl so gedacht ist? Yippie! Das ist nett, weil es unterschiedliche Rätseltypen miteinander kombiniert. Da komme ich eigentlich nur mit dem Stachelhelm durch. Und dann mache ich den Swamp platt und anschließend grabe ich mich durchs Eis. Sonst stecke ich halt fest. Easy peasy. Lol. Die fällt mir jetzt noch auf den Kopf und bildet für einen kurzen Moment ein umgedrehtes Fragezeichen. Nett! Und damit verabschiede ich mich aus diesem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao!